Hi, wir stellen euch heute die Frühjahr-Sommer-Kollektion von Joha vor. Viel Wolle, Seide, Bambus, aber auch Biobaumwolle ist eigentlich alles mit dabei. Und wir bauen für den Sommer vor allen Dingen den Wolle-Seide-Bereich aus, weil das von euch so gewünscht ist und auch super beliebt ist und wir Wolle-Seide mit UV-Schutzwirkung auch total gut finden und ja, einfach lieben. Wo fange ich an? Bei den Babys, wie immer. Und zwar gleich mal bei den Accessoires. Die machen wir sonst oft am Ende, aber wir starten mal mit den Accessoires. Und da haben wir auch gleich die ersten Materialien. Es gibt eine wunderschöne Wolle-Seide-Kollektion. Jetzt kann ich nicht alles in der Hand halten, Entschuldigung. Und zwar geringelt. Und da gibt es drei wunderschöne Farben. Das ist jetzt, muss ich mal gucken, rot gestreift, grün gestreift und blau gestreift. Das Rot ist eher so ein Terrakotta. Die Häubchen sind super weich und super flexibel. Die lassen sich. Ich versuche mal das irgendwie so zu machen, dass du irgendwie was siehst. So, die lassen sich unterm Kinn binden und passen sich super gut an. Die Größen sind der Kopfumfang. Das fängt mit Größe 37, nee, 34 an, dann kommt die 37 und dann die 41. Die fallen relativ größengerecht aus. Die würde ich nicht größer kaufen, weil die sich ja auch super stretchen. Das ist ja bei Wolle Seide generell so. So, und das sind die anderen beiden Farben. Das ist einfach so ein ganz dunkles Marine und grün gestreift. Man könnte es auch Salbei nennen, oder Sabine? Ja, Als könnte man. Trendfarbe des Jahres. Oder zumindest bei uns. So, die Nee, einfachen Farben allgemein lege ich schon. sie mal zur Seite. Dann haben wir aus Wolle, also reine Wolle, das Häubchen in zartem Lindgrün. Auch total schön. Die anderen waren ja eher ein bisschen gerippt. Das ist jetzt so eine feinere Struktur. Und es gibt nicht nur Häubchen, sondern auch Sonnenhüte. Der ist jetzt hinten ein bisschen länger geschnitten, ein bisschen wie so ein Feuerwehrschnitt. Das heißt, vorne wird das Gesicht geschützt, das Kind kann aber trotzdem gut gucken und hinten ist es ein bisschen länger. Ich würde es jetzt nicht bei 30 Grad am Strand, wenn ihr 8 Stunden am Strand seid, anziehen. Ich denke, da ist die UV-Schutzwirkung nicht hoch genug. Aber Wolle-Seide hat bessere UV-Schutzwerte als Baumwolle. Insofern kann das schon ordentlich was ab und im Sommer ist das eine gute Alternative. Das Motiv, kann man das sehen? Eis und Limo. So, und dann geht es klassisch mit den Sommerbodies weiter. Aus Wolle mit dem gleichen wunderschönen Motiv gibt es den Kurzarmbody oder auch den Spieler. Kann man beides drunter ziehen. Der Spieler wird aber in der Regel eher für als Kompletteinteiler genutzt zum Schlafen oder auch für tagsüber. Kann man den Body drunter ziehen, muss man aber im Sommer eigentlich nicht, wenn es total warm ist. Der hat hier vorne eine kleine Knopfleiste, falls es zu eng ist, aber der Kopf, na doch, würde ich schon den ersten Knopf, glaube ich, aufmachen. Ist aber auch schön stretchig und unten wie immer die Druckknöpfe zum leichten Windel wechseln. So, und dann kommen wieder die Streifen. Da haben wir die Einteiler in lang. Und was ich da mal total schön finde, das hat Johann nicht bei allen Einteilern, Entschuldigung, ich muss die Schilder nach hinten machen, ist ein Zip. Das heißt, der ist schön durchgesippt, sodass man ihn besonders schnell an- und ausziehen kann. Oben ist noch ein kleines Knöpfchen, damit er gut am Hals sitzt. Und unten, das ist einfach so ein normaler Abschluss. Ein toller, toller Sommereinteiler aus Wolle-Seide. Ich denke aber eigentlich, das ist so ein Ganzjahresteil. Das kann man auch im Winter anziehen. Auf jeden Auch Fall. mal im anderen Look und vor allen Dingen mit dem praktischen Reißverschluss. So, dann kommt der Einteiler klassisch aus Wolle mit sommerlichem Monstera-Motiv. Ist das die Pflanze? Ich glaube, das Ja, ist die ja. Pflanze. Hier kann man auch mal ganz gut die Größe sehen. Das ist eine 86-92. Fällt eher groß aus. Sabine muss ein Stück nach hinten gehen. Auch hier wieder im Schritt geknöpft und mit den drei Knöpfchen oben, sodass man da gut mit dem Kopf durchkommt. Cooles Motiv, wie ich finde. Und im Sommer dürfen natürlich Fische und Wale eigentlich grundsätzlich nicht fehlen. Das ist jetzt ein Wolle-Seide-Body in Kurzarm, ganz normal unten mit drei Druckknöpfen zu schließen und hier natürlich auch mit Druckknöpfen zum leichteren Einstieg. Cooles Motiv, liebe ich sehr. Und natürlich gibt es die Streifen auch als Bodies. Ich finde, das ist gedruckt. Schön. So, und dann kommen wir zum Bambus. Das ist ja ein Ganzjahresmaterial, aber vor allen Dingen im Sommer total schön. Da gibt es zum einen das Motiv hier. Jetzt fragt mich mal Sieht ein aus wie ein Pelikan. Pelikan, ja.
Und den gibt es auch. Warte mal, den gibt es doch nochmal irgendwo. Da ist er. Als Wickelbody. Wir haben auch immer mal bei den verschiedenen Sachen Wickelbodies dabei. Die haben wir vor allen Dingen in den kleinen Größen 50, 56, 62 und so weiter. Das Schöne ist ja bei Joha auch im Babybereich, dass die Größen ein bisschen anders gedreht. Also da hat man eine 56, 62. Das hat man ja bei vielen Marken nicht, sodass man da auch eine gute Zwischengröße hat im Vergleich zu anderen Marken. Und natürlich Wickelbody klassisch, kennt ihr. Aufmachen, Kind reinlegen, man muss nicht über den Kopf. So, und dann gibt es noch die zwei Sommermotive vom Bambus. Zum einen dieses Gartenmotiv mit Schubkarre, Sonnenblumen und so weiter. Mit einem zarten lila Rand. Und der klassische Trecker- oder Traktormotiv mit salbeigrüner, grünem Absatz. Auch die Bündchen sind in Kontrast. Finde ich mal ein modernes, neues Motiv. Und natürlich gibt es da auch einen Einteiler. Die sind ja auch immer sehr beliebt zum Schlafen, für tagsüber einmal durchgeknöpft, sodass man ihn leicht anziehen kann und nicht über den Kopf muss. So, dann geht es noch weiter mit Sonnenhüten, in dem Fall mit Baumwollsonnenhüten. Ich fand die Farben auch so wunderschön zusammen. Ja. Lila, Gelb und Salbeigrün. Ich zeige euch mal den grünen. Das ist eigentlich ein Klassiker von Joha und jetzt auch in den schönen Sommerfarben. Kleines Schild vorne und ein langer Latz für den Schutz des Nackens. Das geht sowohl für Tragekinder gut als auch für Babys, die liegen. Hier drückt nichts hinten und die Mütze wächst ein bisschen mit durch einen kleinen Gummibund im Nacken. Und preislich auch attraktiv, 17,95 €. Bio-Baumwolle natürlich wie alles von Joha. Joha ist generell preislich attraktiv. Ne? Ja, das stimmt. So. Das ist gleich mal so ein Teamliebling, wie wir gerade festgestellt haben, mit Zip in schönem Bio-Baumwollrib. Und ein cooles Extra-Feature, das hat Joha ja bei einigen Modellen, das sind die sogenannten Umschlagbündchen. Das heißt, ihr könnt ihr umklappen und dann ist der Fuß mit drin. Wenn das Kind langsam rauswächst, dann lasst ihr es einfach offen. Oder wenn euer Kind lieber nackige Füße hat, dann auch das. Hier oben ist wieder so ein kleiner Druckknopf und den gibt es in den beiden Farben. Spricht, glaube ich, für sich. Schöner, weicher Rippstreck. So, das war die Babykollektion und jetzt kommen wir zu den Großen. Und da haben wir uns ein bisschen mehr getraut dieses Jahr, weil wir einfach... Annemarie. Oh, warte, Annemarie, ich bringe noch einen Einteiler. Das hat es eingereicht. Den wollen wir euch nicht vorenthalten, weil die Gänse sind eins unserer Lieblingsmotive. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es bei den Kleinen fehlt. Auch hier mit Zip. Das heißt, total praktisch. Und unten wieder die Umschlagbündchen. Dass da der Fuß mit reingenommen werden kann. Hier ein kleiner Mausezähnchenrand, total süß und niedlich. Genau, und echt ein bisschen farbintensiver, als es hier aussieht. So blindgrün, finde ich. So, jetzt aber zu den Großen. Wir haben uns ein bisschen mehr getraut, weil Wolle-Seide im Sommer wird immer beliebter. Ist total atmungsaktiv, die Kinder schwitzen nicht drin. Ich hatte das bei meinen kleinen Kindern viel an und auch als Body und Hosen im Sommer. Und das war echt total super, weil die Nässe nach außen geleitet wird, wenn die Kinder schwitzen. Hier haben wir jetzt wunderschöne Shorts in drei verschiedenen Varianten. Und zwar einmal Uni-Dunkelblau, dann haben wir in dem Lindgrün und dann auch noch gestreift. Jetzt gucke ich gerade, wie das heißt, das gute Stück. Das ist auch eine Shorts, ja. Genau, ich glaube, das ist super Unisex. Vom Material her, das hier ist Wolle und das hintere ist Wolle-Seide. Ja, also da könnt ihr gucken, was ihr vom Material hier lieber mögt. Ich persönlich stehe eigentlich nicht so auf Wolle auf der Haut, aber ich finde, die ist wirklich super angenehm zu tragen. Ich habe das selber auch als Unterwäsche. Da kratzt nichts und sitzt einfach wunderbar. So, dann gibt es natürlich auch Tanktops oder Unterhemden. Das ist jetzt hier wieder das Monstera-Motiv. Ja, kann man auch gut ausprobieren. Gut kombinieren, denke ich. Dass man das so zusammen anzieht. Oder einfach als Unterwäsche, das geht natürlich auch. Geht natürlich auch für den Winter. So, dann T-Shirts bzw. Kurzarm-Shirts. Kann man als Unterhemden oder als ganz normale T-Shirts tragen. Einmal mit dem Walmotiv mit den Fischen. Dann natürlich wieder unsere Streifen. Da sind in den großen Größen jetzt keine Knöpfe dran, aber der Halsausschnitt ist wirklich so, dass man da gut mit dem Kopf durchkommt. Da braucht ihr keine Sorge haben. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist das Wollmotiv mit dem Eis und der Limo.
können wir auch nochmal die Hose zu. Und das wäre dann die passende Kombination. So, last but not least gibt es noch ein Langarm-Shirt. Spricht, glaube ich, für sich, muss ich gar nicht viel sagen. Und Joha ist ja auch total bekannt für seine total coolen Pyjamas in Baumwolle oder in Bambus. Ich habe euch mal die aktuellen Motive mitgebracht. Hier haben wir so ein Safari-Motiv mit Giraffen und Zebras in so einem hellen Khaki. Die Hose passend dazu in Uni. Das ist jetzt aus Baumwolle. Und da haben wir wieder die Gänse, auch Baumwolle. Da ist so eine kleine Schleife mit Mausezähnchen. Und ansonsten ein klassischer Pyjama-Schnitt. Ich glaube, so ein Ticken ausgestellt ist das Oberteil. Es sieht so ein bisschen A-linienförmig aus. Und was ich total cool finde, die Gänse gucken in beide Richtungen. Das heißt, das Kind kann sie von oben sehen und für den Betrachter von außen auch richtig einmal rum. So, es quietscht, es glitzert, es ist rosa. Meine Kinder hätten es geliebt. Früher sind sie ein bisschen groß dafür. Ein wunderschönes Flamingo-Motiv mit Roller, ich meine, und Luftballons. Und ein bisschen Rüsche am Ärmel. Und das Beste an diesem, abgesehen vom Motiv, ist das Material. Bambus ist super, super angenehm. Toll im Sommer, aber auch im Winter. Butterweich, da drückt gar nichts. Für hautempfindliche Kinder auch total genial. Den will man eigentlich nicht mehr ausziehen. So, und hier gibt es noch die Variante für die sportlicheren Kinder, die es mit Bällen haben. Da gibt es Fußbälle, Basketbälle, Tennis, Baseball. Baseball. Und Volleyball ist das eine auch, oder? Oder ein Handball. Ja, jedenfalls mit hier noch so einem kleinen Pin dran. Haben wir in allen Größen, geht von klein bis groß. Habt ihr, glaube ich, auch gesehen. Also der ist jetzt hier sehr groß. Ich muss gerade mal reingucken, was das für eine Größe ist. Ich glaube, wir haben sie teilweise bis 164, 170. Das ist jetzt ein 152. So, und last but not least gibt es natürlich auch immer ein Unterhemd von Joha. Hier jetzt mal ohne Ärmel. Ich denke, das ist ein super Sommerteil. Genau, wirklich leicht. Weich und hautfreundlich. So, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Ich wollte gerade sagen, das war's. Aber nein, wir haben noch die Unterwäsche. Die steht noch hier. Kurz durchtauchen. So, und dann müssen wir mal gucken, was hier so drin ist. Da gibt es zum einen die Boxershorts für die Jungs. Die Motive sind die, die auch bei den Pyjamas und den anderen Teilen gerade dabei waren. Also hier einmal in Uni-Grün. Dann das Safari-Motiv. Natürlich die Bälle. Das ist ein Doppelpack. Ja, das ist ein Doppelpack. Die Bälle sind aus Bambus in Kombination mit einer unifarbenen Hose. Ich denke, da gibt es auch die Unterhemden jeweils dazu. Die haben wir jetzt noch nicht rausgesucht. Und eine neue Marke von Joha, oder nicht ganz so neu, aber bei uns neu im Sortiment, ist Say So für die größeren Kinder. Und zwar gehen die bis Größe 170. Das ist jetzt hier eine Größe 140. Eine Boxershorts mit coolem Gummibund. Ja, das ist ja bei den Großen sehr angesagt. Und jetzt habe ich euch auch mal die 170 mitgebracht. Die fallen großzügig aus und passen lange. So, das ist die Say So Marke von Joha. Und dann haben wir natürlich noch die Mädels. Die Flamingos. Flamingos im Doppelpack mit Uni Rosa. Also da habt ihr einmal die bunte und dann die unifarbene. Also das ist ein Hipster-Schnitt. Ich glaub, man sieht es ganz gut. Sitzen total super. Also die würde ich nicht zu klein kaufen. Ja, also gerade der Bund hier oben, entweder ist es größengerecht oder ihr müsst sogar eine Nummer größer kaufen. Selbst bei meinen etwas zarteren Kindern war das so. Und dann gibt es natürlich auch immer einen Slip für die, die lieber diese Form mögen. Die fallen relativ größengerecht aus. Die Gänse dürfen natürlich auch hier nicht fehlen. Einmal als Shorty oder als Hipster. Da wieder mit dem Gänsemotiv in Richtung des Kindes und auch dem Popo in unsere Richtung. Ich finde die Gänse cool. Und dann gibt es auch da einen Slip mit kleinem Mausezähnchenrand und natürlich auch wieder die passenden Unterhemden. So, jetzt habe ich hier auch noch Say So in der Hand. Das sieht jetzt gerade ein bisschen muschelig aus. Wartet mal, ich guck mal. Also, da haben wir zum einen Bustiers. Auch wieder mit diesem modernen Gummibund. Die sitzen total cool und super und die haben hinten so einen Ringerrücken. Meine Tochter hat sie für gut befunden. Ich glaube, das ist teenie-tauglich. Auch da wieder bis Größe 170. Ja.
in Hipster-Schnitt. Da sitzt und drückt nichts. Das sitzt und es drückt nicht. So rum. Genau. Das war die Joha-Kollektion Frühjahr Sommer 22. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Und alles findet ihr auch bei uns im Shop und natürlich im Berliner Laden. Bis dann. Ciao.